Man darf gespannt sein. Ah, der guckt genau in unsere Richtung. Nee, der sieht uns, wenn ich da hingehe, oder? Oh, oh shit. Erst hat er zu viel gesehen. Ich weiß auch nicht, warum unser Kamerad gerade aufgestanden ist. Wow. Ups. Wenn ich die beiden töten könnte. Ohne entdeckt zu werden, natürlich. Moment. Ich will es jetzt einfach schnell machen. Ich sehe das Ziel. Kommt den anderen auf. Ah, oh, fuck. Unidad Heli, unten bleiben. Na toll. Hallo. Hört ihr mal auf zu blinken? Bin bereit. Kein Ziel. Na toll. Ah, ihr seid nutzlos. Seht ihr, die Leichen verschwinden nicht. Wo liegt denn die Leiche von dem, der hier gekühlt wurde? Muss doch auch irgendwo da sein. Ist die verschwunden? Weil die, die gekillt haben? Nur die, die ich kille, verschwinden nicht? Kann das sein? Wäre das ein Bug? Wäre zumindest eine Möglichkeit. DJ Perico. Der guckt immer noch in unsere Richtung. Der hört nicht mehr auf, oder? Scheiße. Kacke. Ich krieg die so nicht. Dreht sich nicht mehr um? Kann das sein? Der guckt bestimmt immer noch in die Richtung. Ja, und der andere. Auch. Oh, shit. Okay, ich bin unter der Schusslinie. Okay, Ziel markiert. Mein Ziel ist weg. Sie müssen entweder beide markiert sein. Oder es muss einer markiert sein, wenn ich auf den anderen schießen kann. Ohne entdeckt zu werden. Was schwieriger ist, als es sich vielleicht anhört. Soll ich es riskieren und selbst schießen? Nein, soll ich nicht. Da hinten steht halt auch noch einer vor dem Tor. Wenn der wieder zurückläuft, guck mal, er läuft weg. Unidad-Vogel im Anmarsch, unten bleiben. Geht halt nicht besonders weit, ne? Leute, das kostet alles Zeit. Jetzt haben sie sich wieder beruhigt, so wie es aussieht. Und dann mache ich jetzt die KI aus. Wenn ich so das dumpfe Gefühl habe, habt ihr es gesehen? Leiche gefunden. Deck mich am Arsch. Wo? Hab das Ziel. Ah toll, zu spät. Oh. Eine Leiche. Also ist der andere doch nicht verschwunden. Ich habe die Leiche nur nicht gesehen. Verdammt! 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 Am besten alle im Nahkampf in den Würgegriff nehmen und dann verstecken. Oder warten bis nachts. Das könnte ich versuchen. Wenn die schlafen, ist es einfacher. Das mache ich. Dann kriegen wir zwar nochmal ein Ladebildschirm. Aber das ist ja jetzt auch nicht so die Welt. 23 Uhr, erneuter Einsatz.
So, die meisten müssten jetzt schlafen in dem einen Raum da drin. Ich hab dir das einer mit Maschinenpistolen. Hoffe ich zumindest. Ausprobiert habe ich es, glaube ich, noch nie so wirklich. Wäre auf jeden Fall schön, wenn es so wäre. Bin drauf. Der Veteran ist auf jeden Fall im Schlafzimmer, so wie es aussieht. Feindaktivität. Natürlich ist hier Feindaktivität. Ups. Narko mit einer scheiß Minigun in der Nähe des Tanks. Nein, geht ihr hier los, bitte. Klaro. Ich will nicht, dass ihr entdeckt werdet. Ganz vorsichtig. Roger. Tango ist bestätigt. Bereit zum Angriff. Oder gehen die jetzt erst ins Bett? Nee. Die sind ja schlimmer als der da drin liegt. Oder liegt der gar nicht da drin? Nee, der liegt gar nicht da. Der liegt da drin. Oh, das ist schlecht. Was macht er denn jetzt da drin? Kommt er jetzt mal her? Nee, macht er nicht. Doch. Oh, weg hier. Hör auf zu singen, dein Vorgesetzter schläft. Kommst du raus oder gehst du da rein? Sieht aus, gingst du da rein. Kommst halt nicht mehr raus, ne? Und da draußen läuft auch einer rum. Piche puto! Sabemos donde vives, cabrón! Sabemos donde... Oh, der kommt hier rein. Gott sei Dank ist in den Raum reingefallen. Okay, was, dann lege ich den auch dahin. So, haben wir einen weniger. Also eigentlich zwei. Die zwei da vorne noch. Kann ich vielleicht... ein bisschen Glück... ein bisschen... Hä, warum habe ich denn die Pistole und das Gewehr jetzt in der Hand? Oh shit. Zurück mit dir, zurück mit dir! Jetzt den Kameraden fallen hören. Jetzt wird's eng. Shit, 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 shit. Oh. War's schon wieder. So. Sieht nach Fahrplänen und Schmuggelrouten durch die Provinz aus. Hui. Nee, Rebellen, jetzt nicht. Wir haben die Fotos, die wir brauchen. Raus hier. Die Kerle sind markiert. Ich warte auf dich, Boss. Doch warte nicht zu lange. Ziel erfasst. Tango ist tot. Tit. Tango ist tot. Halt, wir müssen zusammenbleiben. Ich nehme das Motorrad. Nö, müssen wir gar nicht. Ohne mich weitergehen. Jo. Hui. Geschafft. So, genau, geschafft. Haben wir hier was? Oh, guck mal hier. Der Chemiker. Machen wir das gerade direkt. Das ist nämlich näher dran, als wenn wir jetzt
Das war kein Alarm. Als wenn wir jetzt von hier nach da fliegen, ist das hier näher. Ich sende die Daten jetzt an Bowman. Damit erfahren wir bestimmt einiges über Kuanis Vertriebsnetz. Stimmt. Ich hab's ganz vergessen. Muss weiter rausfahren. Ich komm gleich nach. Wow, Leitplanke. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, mit eingeschaltetem Licht sieht man im Grunde weniger als mit ausgeschaltetem. Wenn man sich so auf die hellen Bereich konzentriert. Die Augen sind nicht gut da drin, beides gleichzeitig zu sehen. Hell und dunkel. So, hier können wir wieder einen neuen Heli rufen. Haltet die Waffen unten, die Menschen sind nervös genug. 5, 4, 3, 2, 1. Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Toll, zu weit gefahren. Könnte meinen, ich kenne das Spiel. Aber wenn ich ehrlich bin, kenne ich keinen einzigen. Im Innern des Bunkers. Ich kenne keinen einzigen Spawnpunkt von den Fahrzeugen. Halt, die werden dich sehen. Ist mir egal. Wir fliegen eh weg. Schnappen Sie sich den Santa Blanca Chemiker. Das machen wir genauso wie den anderen Typen vom Zugfriedhof. Mit dem Unterschied, dass wir den Chemiker zu Bowman bringen müssen. Was das Ganze ein wenig verkompliziert. Wir warten dann, denke ich, mal da unten. Der gibt ja eh Gas. Und dann können wir dann hier auch nachher die Ärzte ausschalten, die Drogenärzte. Das ist hier. Da ist das. Das ist recht einfach, weil das können wir auch unsere Kollegen machen lassen. Nicht mitten auf der Straße vielleicht. So geht. So, Sniper ausgepackt, in Deckung gegangen. Na bitte, das muss das Labor sein. Durchsuchen wir es und holen uns Bowmans Chemiker. Hier ist alles voller Chemikalien. Da ballerst du eine Kugel rein und die Sache wird ungemütlich. Verstanden, ich sehe den Chemiker. Warum kann ich hier keinen Mörser anfordern? Da. Ah, vielleicht dahin. Einfach nur, damit der rausrennt. Ja, natürlich. Der Mörser feuert ganz alleine, mitten in der Basis. Er haut ab. Sehr gut. Der Leutnant haut ab. Sehr gut. Scheiße, wir wurden entdeckt. Wurden wir gar nicht. Auf zu lügen. Oh, ich hoffe, der fährt nicht zu weit raus. Der fährt zu weit raus, oder? Scheiße, der fährt zu weit raus. Also, der kommt zwar hinten rum. Ah, oh, Kacke. Der kommt. Ich kann es euch auf der Karte gleich zeigen, sobald wir respawned sind. Shit! Ich dran gedacht, dass der ja nicht weiter als 300 bis 500 Meter weit weg sein darf. Fuck!